Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Wunderschöner Geldautomat übrigens. Wer hat denn den so perfekt platziert? Nee, Spaß. Wir haben fast 1000 Leute im Park. Ich habe keine Ahnung, was die so machen. Was ist, denken die über meinen Park? Dass es scheiße ist wahrscheinlich. Dass sie nicht zu Head Fantastic wollen und dass Sachen hier kaputt sind. Wo sind Sachen kaputt? Ersetzen. Wo ist noch was kaputt? Nirgends. Okay. Das ist voll. Ach, Tiki Chiki, hab ich Durst. Das ist nicht mein Problem. Ich bin in Erbrochenes getreten. Bill, heul halt. Und keiner möchte zu Head's Fantastic, weil... Wieso sollte ich einkaufen gehen wollen, wenn ich in einem Park bin? Und sonst heul ich nur rum, dass ich keine Souvenirs abbekomme. Darf ich wieder in meinen Park zurück? Ich möchte es mir nicht aus dieser Ansicht anschauen. Hä? Jetzt? Okay, da stehen schon viele Leute an. Da schaut, bei den Getränkeladen steht keiner an. Absolut gar keiner. Ich möchte einfach so eine fette Achterbahn wie die noch hinstellen. Und dann sind, glaube ich, alle voll happy. Aber wieder mehr Diebstähle, das ist nicht gut. Okay, unser Darlehen ist fertig abbezahlt. Irgendwie ist der in den ganzen Park ist nicht so. Ich habe keine Ahnung, wo diese 1000 Leute sich aufhalten. Also ich habe echt keine Ahnung, wo die alle rumrennen. Einfach hier so die Putzkolonne. Vielleicht, wenn wir da vorne eine Toilette hinstellen, vielleicht gehen alle dann nach da vorne. Das wäre eine Idee. Toiletten. Wieder diesen lustigen Clown. Was steht da im Weg, hm? Was ist euer Problem? Da. Ich könnte wieder für die Toiletten Geld verlangen. Wäre ich immer reich. Für alle gleichen Euro. So. Jetzt müsste mein Geld ganz schnell nach oben gehen. Also hier stehen ja schon ein paar Leute an, aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist überfüllt. Oder hier. Mein Gott. Stehen halt ein paar mehr an. Gehen noch da hinten jetzt mehr Leute, weil da eine Toilette ist? Ich glaube schon. So, 4000 haben wir schon mal. Wenn wir 6000 haben, nehme ich, glaube ich, das Darlehen auf und baue dann die fette Achterbahn. Oder ich finanziere sie mir wirklich selber praktisch, dass ich dann sage, ich habe das Geld jetzt zusammen. Passt so. Brauche kein Darlehen. Okay, wir haben den Status Silver. 5 Diebstähle, das ist so viel. Okay, 6000 werden wir nicht halten. Ich möchte halt einfach wirklich echt die ganz krasse Achterbahn bauen. Also die 20.000 hier. Ist der Unterschied? Ich kann mir auch das Dickster bauen, das ist eigentlich... Das nimmt sich nichts.
glaube, wir bauen die wirklich nur neben einfach Stalin auf, ist mir dann auch egal. Ja, ich möchte mindestens 8000 selber haben. Weil ich muss ja davor irgendwas hinbauen zur Dekoration und so. Ich sehe jetzt auch nirgends mehr Müll eigentlich rumliegen. Hier ist halt ein voller Mülleimer, aber mehr halt auch nicht. Könnte ich einen Hausmeister einstellen, dass er schnell den Müll leert. So, ja. Wie sieht's aus mit der Arbeitsbelastung von meinen Leuten? Also haben die viel zu tun? Als erstmal Animateure, okay, die ist nun mal niedrig. Ja, dann bist du einfach mal gefeuert, wenn denn deine Arbeitsbelastung niedrig ist. Und hier, du, deine Arbeitsbelastung ist auch niedrig, dann gehst du auch. Ganz einfach ist das. Wenn euch langweilig ist bei der Arbeit, dann seid ihr gefeuert. So, dann Verkäufer. Hoch. Dann seid ihr einfach mal fortgebildet. Deins ist auch hoch, dann ist auch einfach fortgebildet. Okay, ja. Techniker normal. Und du bist auch einfach fortgebildet. Hoch, komm. Ist jetzt auch fortgebildet. Vielleicht brauchen wir noch einen Sicherheitsdienst. Dienstplan gibt's nicht. Bonus. Ich hätte da gern so ein Sicherheitsbüro drin. So, und noch einen Sicherheitsdienst einstellen, also zwei am besten. So, perfekt. Was denken jetzt die Gäste von meinem Park? Sie möchten gerade nicht Souvenirs einkaufen. Ist okay und sie haben Hunger. Ist nicht so okay. Servicegebäude. Da habe ich ja nichts angepasst. Ich kann ja denen einfach so ein paar Essdinger hinstellen, dann haben die auch keinen Hunger mehr. Also hier ein Tiki Chiki, ne, hier ein Max Elemente. So hin, perfekt. Hier vielleicht noch so den Ausgang da gleich noch so eine Tiki Chiki oder so hin. So, einmal so hin. Passt. Habt ihr jetzt immer noch solche Probleme? Was staut sich eigentlich da so? Gegen was rennt ihr da immer alle gegenseitig mit euren tollen Hüten? Immer noch 9%, die Hunger haben, obwohl ich jetzt zwei Essensstände erhöht habe. Darf ich das wieder hin? Oh, ich hasse das. Ich weiß nicht, was da los ist. Manchmal spinnt das Spiel einfach. Okay, hier noch einen schönen Tiki-Chiki oder so hin. Na, da vorne ist keiner, aber kommt eine Maxi-Lente. Oh. Hier, Maxi-Lente. So, dann hier noch ein Tiki-Chiki. So. Ich weiß nicht, warum da jetzt diese ganz lange Dings ist. So. Und jetzt sagt keiner mehr, er hat Hunger. Sie warten nur nicht mehr so lange und möchten nicht einkaufen gehen und sind in Erbrochenes getreten. Ich suche jetzt das Erbrochene. Das muss ja irgendwo sein. Also hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Meistens ist ja am Ausgang eine Achterbahn. Vielleicht Phenom. Dass es da geil ist. Weil da der hat eine recht hohe Intensität und ich sehe da tatsächlich auch kein Erbrochenes.
Mann. Nee, ich sehe da eigentlich nur Schatten. Okay, wir sind im Tiki-Chiki. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Planet Coaster. Bis dahin, tschüss.